5, 4, 3, 2, 1, go! So, meine nächste Pflicht ruft. Was? Wird hier gebraut und ist gar nicht übel. Okay. Hey, hallo. Hi. Es kommen viele Provis nach Aquila. Man weiß nie, wen man in der Kneipe so alles trifft. Mach bloß keinen Ärger, klar? Ich muss die Ohren offen halten. Man weiß nie, was die Leute vielleicht planen. Hast du etwas Verdächtiges gefunden? Ein ganzes Notizbuch voll. Jeder wirft seinen Müll auf die Straße. Und manche Leute verwenden Schimpfwörter. Mom sagt, das ist kein Verbrechen, aber ich kriege dafür Hausarrest. Also beobachte ich das. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich verfolge gerade eine Spur. Ein Bauchgefühl. Eine Ranger-Überwachungshelferin hat immer zu tun. Bleib weiter schön brav. Sonst erfahre ich es. Brauchst du was? Ja, du brauchst was. Denn die Pflicht ruft. Wolltest du zu mir? Ich habe heldenhaft die Geiselnahme in der Girlbank beendet. Wirklich? Du hast den Marshall wohl ganz schön beeindruckt. Er will dich wahrscheinlich rekrutieren. Also erzähle ich dir mal ein bisschen, wer wir sind. Die Freestar Ranger sorgen für die Sicherheit des Freestar Collective und seiner Bürger. Wir jagen beispielsweise Flüchtige, zerschlagen Schmugglerringe, untersuchen Schiffsdiebstähle, bringen möchtegern Bankräuber hinter Gitter. Wir tun alles, was nötig ist, um die Leute zu beschützen. Die meisten Planeten haben noch ihre eigene Security, oder? Klar, aber wir Ranger arbeiten im gesamten Raum des Freestar Collective. Achso. Das ist bewundernswert. Wie alle wirklich wichtigen Dinge ist es nicht immer einfach. Aber wir machen das Freestar Collective ein kleines bisschen sicherer für alle. Daran glaube ich fest. Du hast sicher viele Fragen. Ich beantworte sie gerne. Wird die Arbeit bezahlt? Gleich vorweg. Falls du reich werden willst, ist das hier der falsche Job für dich. Scheiße. Aber ja, wir werden gelegentlich bezahlt, um die Spesen zu decken und so. Bezahlung schon mal kacke, aber gut, ich habe bei Ryojin viel verdient. Aber dennoch, mal gucken. Welche Befugnisse haben die Freestar Ranger denn? Naja, theoretisch kann ein Freestar Ranger im Freestar Collective überall hingehen. Auch auf Privatgrund. Aber natürlich läuft das nicht immer so. Wenn wir Flüchtige jagen, sind wir auch weisungsbefugt gegenüber der örtlichen Security. Oh, toll. Gibt es viele Ranger? Das schwankt immer. Weil Leute in Rente gehen, neue Rekruten dazukommen. Und leider auch mal jemand im Dienst stirbt. Aber soweit ich weiß, gab es nie mehr als ein Dutzend Ranger gleichzeitig. Okay, danke. Ich weiß, was ich wissen muss. Also weiter. Und sterben. Sterben ist nicht so meins. Das passiert bestimmt nicht. Okay. Ein wenig zu mir. Ich stelle sicher, dass jeder, der Freestar Ranger werden will, der Aufgabe auch gewachsen ist. Der Marshall hätte dich aber nicht hergeschickt, wenn er kein Potenzial in dir gesehen hätte. Also, wie sieht's aus? Bist du bereit, den Freestar Rangern beizutreten? Wie kann ich mich denn bewerben? Muss ich ein Formular ausfüllen oder so? Ich ziehe eine etwas praktischere Beurteilung vor. Wenn du beitreten willst, erzähle ich dir alles Weitere. Ich habe dem Marshall den Hintern gerettet. Gib mir doch einfach direkt einen Job. Wenn du nur halb so viel über den Mann wüsstest wie ich, würdest du ihm mehr Respekt erweisen. Außerdem bin ich als nächstes an der Reihe. Und du wirst dich sicher nicht vordrängeln. Das gucken wir mal. Na gut, ich will bei dem Freestar Ranger mitmachen. Warum nicht? Bevor ich dir eine Marke gebe, muss ich mich von deinem Können überzeugen. Du hast zwar schon bei der Geiselnahme geholfen, aber vielleicht war das einfach Glück. Weißt du was? Ja, such dir einfach am Missionsterminal irgendeinen Auftrag aus. Wenn du lebend zurückkommst, reden wir über deine Aufnahme. Habe ich das nicht schon bei der Girlbank bewiesen? Der Job ist gefährlich. Ich schicke niemanden ins Feld, wenn ich nicht sicher bin, dass er bereit dafür ist. Können wir die Beurteilung nicht einfach überspringen? Sorry, aber so läuft es nicht.
Mach einfach die eine Mission, dann sehen wir weiter. Du wirst beeindruckt sein. An Selbstvertrauen mangelt es dir schon mal nicht. Auf jeden Fall aber nicht. Aber steckt da auch was dahinter? Ja. Ah, es ist so schön. Ich bin am liebsten so ein Arsch. Ich bin nämlich Gott. Aber ihr wisst es nicht. Tschüss. Hi. Hi. Der Gott, mein Name. Ne, Geist retten. Wir haben das hier mit Space in die Raumschiffe Kabel. Nämlich das hier. Auf dem Atomballonplaneten, nämlich das hier. Schon wieder ist eine von der Bande jetzt auf dem Vormarsch. Wir müssen sie erledigen, bevor sie noch mehr Probleme verursachen. Der Rest der Bande sollte sich ergeben. Den Verbrechergang anführt, dieses Ziel wurde jetzt hier gesehen. Okay, ja, nehme ich an. Jupp. Okay. Ja, bringen wir ein Ding um. Anführer, Munition ist ja genug, ne? Nur coole Waffen. Gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Du bist oft da draußen, oder? Ja, manchmal, ne? Ja. Oh, mein Husten ist weg. Sehr gut, mein Lungenschaden. Ja, endlich. Wurde schon echt nervig mit der Zeit. Mist. Ich hab meinen Lungenschaden wieder. Geil. Hey, schön dich zu sehen. Das. Hast du was Interessantes gehört? Das heißt, der Teil von Haus Varun, der dich nicht auf der Stelle abknallt, hätte sich zurückgezogen. Schade, dass sie die Fanatiker nicht mitgenommen haben. Ja. Ah! Mann, wie hast du aber irgendwas? Nö. Gut, bis dann. Gut. Gescheite Kommunikation, okay.
Ja, das ist eine Falle mit einer blöden Farm. Kriegst du auf die Schnauze, aber sowas von. Magna. Mhm. Gucken wir uns die Farm mal an. Verlassen. Gott. Warte, scheiße. Auch was ich noch ein Ding genommen. Ja, hier hat kein Helm aufgerüstet. Ah. Das ist ja eine freundliche Gegend oder eher eine Gegend, wo ich die Schnauze kriege. Da fällt mal sowas rausholen. Bing, bing, bing. Oh. Ach, wie süß, okay, kleinen Krabben. Ja, mir egal. Na gut, den soll ich vielleicht mal aus dem Weg gehen. Sonst krieg ich, glaube ich, auf die Schnauze. Aber irgendwie ein netter Planet. Irgendwie, muss man schon sagen. Gar nicht mal übel hier. So. Wer bist du? Wir hatten schon länger. Hat jemand auf den Notruf reagiert? Ja, ich habe auf reagiert. So. Bisschen wie bei Star Wars. Na Gott, hey. Ich habe kein Problem damit, mein Zuhause zu verteidigen. Aber du siehst auf jeden Fall nicht wie die Spacer aus, die ich so kenne. Du hast die Liz-Schiff kontaktiert? Wenn du zur Liz gehörst, bin ich der Hüter der Aufgeklärten. Und ich hatte mich schon gefragt, ob ich einfach nur in die Leere rufe.
Die Nachricht stammt von mir. Dein Funkspruch klang, als könntest du Hilfe gebrauchen. Warte mal kurz. Du hast einen Notruf gehört und bist den ganzen Weg hierher geflogen? Ist das so ein Priester- oder guter Samariter-Ding? Ich dachte, Leute wie dich gibt's gar nicht. Aber ich habe jede Menge Probleme und bin bereit, für die Hilfe zu bezahlen. Belohnt und belohnt immer nett, aber ich helfe einfach gern. Keine Ahnung, was das für ein Spielchen ist. Aber ich bin dabei. Liz hat 4 Familien geholfen, sich in diesem System anzusiedeln. Wenn alles gut lief, waren wir vielleicht mal einer Meinung. Aber glaub mir, gerade läuft es nicht gut. Die Spacer-Angriffe werden immer schlimmer. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir erledigt sind. Außer natürlich, du hilfst ein paar fleißigen und sturköpfigen Siedlern. Wer sind diese 4 Familien? Die Wenz und Benders sind Farmer, wie ich. Jacqueline Lemaire und ihre Tochter haben eine Mining-Firma, mit der sie groß rauskommen wollen. Ich habe versucht, die anderen zur Zusammenarbeit zu bewegen. Aber zu Liz geht man nur, wenn man eine gehörige Portion Eigensinn hat. Kannst du mir etwas über Liz erzählen? Die Liga der selbstbestimmten Siedler. Naive Trottel, die Kolonisten in unabhängigem Raum ansiedeln wollen. Das Versprechen ist Freiheit. Wahre Freiheit, wenn man die Spacer und Piraten in den besiedelten Systemen abwehren kann. Spacer sind eine Plage im besiedelten System. Absolut richtig. Die Spacer haben die Liz-Satelliten ausgeschaltet. Also können wir nicht mal miteinander reden. Isolieren und eliminieren. Der Klassiker. Wenn du den Lopez-Satelliten reparierst, öffne ich einen gesicherten Kanal, dann verschaffen wir uns einen Überblick und nehmen alle Satelliten wieder in Betrieb. Wieso hast du ihn noch nicht repariert? Hab ich. Hab den alten Pickup rausgeholt. Beim letzten Mal bin ich gerade so davongekommen. Die benutzen die Satelliten als Köder. Mein Schiff kann es mit Spacer nicht aufnehmen. Aber bei deinem sieht das anders aus. Wofür brauchst du die Liz hat uns mit gesicherten Kommunikationssatelliten ausgestattet. So empfängt uns das Gesindel nicht. Theoretisch. Die anderen Familien antworten auf Übertragungen auf offenen Kanälen nicht. Ich dachte mir, ohne den Notruf sind wir sowieso alle tot. Dann mal los. Vielleicht lasse ich mich einfach nur mitreißen, aber ich bin endlich mal optimistisch. Danke. Ja, gut. Dann abheben. Scheiße. Leichte Beute. Ha!
Ja, wie hole ich die jetzt ein? Oh, was ist das? Scheiß Weltraumkämpfe. Wie holt man die jetzt nicht ein? Ah. Ach komm. Mensch, kann ich einfach irgendwann. Einfach wird mir angegriffen. Ja, toll. Oh, jetzt habt ihr das nicht gespeichert. Ja, toll. Super, dass man einfach angegriffen wird. Ey, ja. Oder so beschwert. Ja. Du siehst auf. Warte, Mike. Ist das so? Aber ich habe. Keine Ahnung, was. Liz hat also, wenn alles. Die Space. Außer. Die Wens und Jacqueline Lemaire. Ich habe versucht. Ja. Die Liga der Naiven. Das verspricht. Absolut recht. Die Spacer. Wenn du den Loop. Vielleicht lass ich. So, dann machen die Arbeit, genau. Nein, das Schiff. Hä? Oh oh. Ich würde ein Schiff oder ein Schiff gehen.